Normalerweise ist das Klavier oder der Flügel ist ja ein Instrument des Establishments und ein Instrument, das man kaum berühren darf, weil es ist natürlich auch extrem teuer. Und dadurch bekommt das natürlich immer sowas von so einer, von so einem heiligen Gral sozusagen. Der normale Klang, den man vom Klavier kennt, ist der Klavierklang. Das Experimentelle ist eigentlich daran, dass ich das Klavier so verändere, dass man eigentlich viele andere Instrumente hört und trotzdem eigentlich keine elektronischen Verfremdungen benutzt, sondern es ist eigentlich nur ein rein akustisch, aus dem Akustischen geschöpfter Klang. Am meisten interessieren mich eigentlich Sounds von Material, also wie Holz, Steine, überhaupt Gegenstände, die ich anpacken kann. Ich finde halt immer sehr überraschend, was manchmal aus Gegenständen für einen Klang kommt. John Cage hat ja mal im Interview gesagt, dass er alles, was irgendwie Geräusche macht, als Musik empfindet. Und für mich ist zum Beispiel, und da gab es zum Beispiel auch ein Beispiel mit dem Verkehr, dass er den Verkehr in der Stadt fast spannender findet als jetzt eine klassische Komposition. Straßenkreuzung, wo Autos hintereinander über bestimmte Metallgegenstände fahren oder über Gullis oder wie auch immer, haben einen bestimmten Rhythmus. Also man kann sich an eine Kreuzung stellen und wartet eine Weile und irgendwann ergibt sich ein und auch die Autos kommen in so Zyklen. Aber es ist nie regelmäßig und das ist eigentlich das Schöne. Mir gefallen halt sowohl geräuschhafte Sachen als auch melodiöse Sachen und durch die Mischung ergibt sich eigentlich eine relativ spannende Angelegenheit. John Cage hatte eine ähnliche Auffassung, dass man das jetzt nicht mit einer Kategorie belegen muss, sondern dass es einfach das ist, was er, woran er Spaß hat und wo er experimentiert. Wenn ich Klavier spiele, würde ich mal sagen, mache ich ein Zimmer auf, in das ich reingehe und dann mache ich die Tür zu und dann befinde ich mich eigentlich in einem Raum, in dem kein anderer zumindest in dem Moment ist, aber er kann von außen quasi in meinen Raum gucken, so empfinde ich das. Und das ist für mich extrem wichtig, weil dadurch entsteht eigentlich so eine Ebene, in der ich ganz alleine bin. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung, um intensive Musik zu machen.